Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute tauschen wir diesen wundervollen BMW. Jetzt lacht der Kameramann. Mit diesem wundervollen BMW, den Ölfilter. Ich habe ihn einfach mal schon ein bisschen angelöst. War mal so dreist. Deswegen lässt er sich jetzt auch schön leicht rausdrehen. Ganz leicht. Mhm. Ganz leicht. Ja, wir sollen ihn ja eh nicht so festdrehen. Die größte Klopapierrolle der Welt. Damit nichts in den Motorraum gelangt. Viel hilft viel. Das auch schon. Da läuft die Suppe. Oh, sieht's halbwegs. Die schöne Suppe. Das geklipst. Wir müssen die Hände auch nicht voller Öl machen. Sieht aber soweit gut aus. Ist jetzt keine glänzenden Späne. Das sieht tatsächlich gut aus. Aber es riecht ein bisschen verbrannt, kann sein. Man kommt mir nur mir das so vor. Ich nicht dran gerochen. Ich habe so ein bisschen Gefühl, es riecht so leicht verbrannt. Soweit alles gut. Öl ist jetzt auch nicht zu dunkel. Also ein bisschen prophylaktischer Ölfilterwechsel. Das Öl ist jetzt ca. 1000 Kilometer drin, auch der Ölfilter. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich mache nach 1000 Kilometer lieber nochmal einen Ölfilterwechsel. Einfach mal um zu gucken, wie hat sich es nach 1000 Kilometer entwickelt. Das Öl, wie auch der Filter, soweit sieht es erstmal gut aus. Die Karre hat jetzt 205.000 Kilometer runter. Und es ist halt leider der anfälligere 1,6 Liter Motor. Da hatte BMW nicht unbedingt den besten Motor gebaut damals. Nee, wie immer. Ja, es gibt ja auch gute BMW Motoren. So, natürlich alle Dichtringe neu. Halt, ich glaube, wir haben einen vergessen. Natürlich drei Dichtringe. Yay. Natürlich musste jetzt der Schraubenzieher schön da unten reinfallen. Natürlich. Guck mal, ob man das sieht. Also ich habe ihn gesehen. Nun komm dran. Ich sehe den nicht, keine Ahnung. Da. Ist ja irgendwo da unten drin. Ja, das heißt, ich darf jetzt fischen gehen. Viel Spaß. So, nachdem wir meinen tollen Schraubenzieher wieder rausgefischt haben und die letzte Dichtung entfernt haben, geht es natürlich jetzt daran, die neuen Dichtungen hier reinzusetzen. Wunderschön. Einfach wunderschön. Die Dichtung. So, schöner Mannfilter. Na, jetzt muss einmal einrasten.
Ich hoffe, man hat es gehört. Mhm. Und dann kommt der Filter einfach wieder rein. Handschuh, ein bisschen mehr Druck. Das Ganze einfach nur handfest anziehen. Mehr braucht man auch nicht. Nicht jetzt irgendwie noch mit Werkzeug rangehen. So. Mal ein bisschen sauber machen. Und schon haben wir den Ölfilter gewechselt. So easy geht das. Wenn man seinen Schraubenzieher nicht fallen lässt, geht das sogar noch besser. Würde ich sagen, schmeißen wir die Mühle an, oder? Mhm. Das packen wir schon wieder hinten rein. Der Kameramann gibt mir meinen Schlüssel. Warum? Darfst du schön in den Motorraum gehen, diesen wundervollen BMW-Sound anhören? So, nachdem wir jetzt den Ölfilter gewechselt haben, kurz laufen lassen haben, haben wir uns eine Probefahrt, gucken, ob Ölstand passt. Und das war's eigentlich. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.